bin ein deutscher Durchschnittsbürger mit leichtem Bauchansatz. Am Schreibtisch beim Finanzamt ist mein Arbeitsplatz. Akribisch prüfe ich jeden Steuerbescheid, mach ein kleines Schläfchen um die Mittagszeit. Natürlich verbeamtet mit Einfamilienhaus, mein Grundstück sieht steril und unauffällig aus. Unterm Dach, da wohnt bei mir ein undankbares Puppetier. Trotz Ermahnungen zuhauf räumt es nie sein Zimmer auf. Vielleicht bin ich griesgräm, ich mecker gern mal, ist ja klar. Und freundlich war ich immer nur, wenn's wirklich nötig war. Am Abend schau ich Tagesschau und hör Helene Fischer. Dass ich politisch richtig lieg, war ich mir immer sicher. Doch beim letzten Rasenmähen, da hab ich sie entdeckt. Ganz klein und grün und unscheinbar, tief im Gras versteckt. In einem Buch, da las ich, sie wären halluziogen. Und ob das wirklich stimmt, ja, das wollte ich doch mal sehen. Ist es wahr, oder hab ich alles nur geträumt? Mein Kind hat sein Zimmer aufgeräumt. Im Spiegel dieser geile Typ mit Waschbrettbauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Die Wirkung war phänomenal, ich war wie neugeboren. Mir wurde klar, wie viele Jahre hatte ich verloren. Im Job gab es von Müdigkeit nunmehr keine Spur. Ich erstattete jetzt Steuern rund um die Uhr. Meine Ex-Frau schickt mir Blumen, mein Chef, der gibt mir frei. Im Supermarkt eröffnet für mich sofort Kasse 2. Helene, hab ich abgeschworen, ich fahr zu Rock am Brocken. Früher trug ich kurzes Haar, jetzt wachsen lange Locken. Auf dem Heimweg auf der Autobahn stoppte mich die Polizei. Sie fragten mich nach Alkohol, doch ich hatte nichts dabei. Sie schauten in den Kofferraum, das könnte doch nicht sein. Und stellten mir 2 Flaschen vom besten Whisky rein. Ist es wahr oder hab ich alles nur geträumt? Mein Kind hat sein Zimmer aufgeräumt. Dieser geile Typ mit Waschbrettbauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Ich beschloss, mein Glück mit der Welt zu teilen. Spürte, dass es nötig war, ich musste mich beeilen. Ich schickte sie an Donald Trump, ihr werdet's nicht erraten. Er kämpft jetzt für den Tierschutzbund, wechselt zu den Demokraten. Ein Päckchen ging an Kim Jong-un, er bat mich um Entschuldigung, versprach mir, seine Waffen bald schon abzuschaffen. In China nun per Staatsdekret der Tag der grünen Pilze. Nur in Nordhessen, da macht man sie in alle Wurst und Sülze. Selbst Greta Thunberg rauchte sie, doch das lief nicht so prima. Seitdem fährt sie Porsche und pfeift auf das Klima. Doch im Großen und im Ganzen wäre es gut für diese Welt, wenn wir alle Pilze rauchen, weil es den Verstand erhält. Aus Feinden werden Freunde noch, bevor ich es begreife. Rauchen Putin und Zelensky eine Friedenspfeife. Ist es wahr oder hab ich alles nur geträumt? Mein Kind hat sein Zimmer aufgeräumt. Im Spiegel dieser geile Typ mit Waschbrettbauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Seit ich diese kleinen grünen Pilze rauch. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für diesen Applaus. Es klingt aber ein bisschen wie einstudiert.
Ja, er hat es vorhin schon gesagt, Hessens sächsischer Liedermacher. Es ist immer, ich hab ja so einen leichten Dialekt, ne, und ich hoffe, ihr versteht mich so ein bisschen. Beim Singen ist das meistens besser als beim Sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, mit sächsischem Dialekt in Nordhessen, da ist es nicht so einfach, eine Frau kennenzulernen. Da muss man bei der Wahl seiner Frau dann schon Kompromisse machen. Und ja, und einmal hätte es fast geklappt auf so einem lustigen Bio-Bauernhof. Ja, okay. Ich sah dich hinterm Steckenzaun mit einer hölzernen Hacke. Barfuß standest du im Beet mit deiner roten Strickjacke. Die Fingernägel rabenschwarz grubst du die Erde um. Damals konnte ich's nicht verstehen, doch heut weiß ich warum. Oh Gabi, oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Harte Schale, harter Kern, denn du magst Gemüse gern. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, du bist preiswert zu ernähren. Ökologisch, selbstbewusst, kein BH stützt deine Brust. Männer schauen wie erstarrt, denn deine Beine sind behaart. Wenn ich dich küsse, schmeckst du frisch nach Porikol und Meerrettich. Täglich schöpfst du deine Kraft aus leckerem Rhabarbersaft. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Harte Schale, harter Kern, denn du magst Gemüse gern. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, du bist preiswert zu ernähren. Es ist ein großes Glück für Frauen, selbst Gemüse anzubauen, in der Erde rumzubutteln, kleine Pflänzchen zu bemutteln. Mangold, Fenchel, Majoran steht auf deinem Speiseplan. Es reicht auch sicher für uns beide, genügsam Gras du auf der Weide. Gabi, oh Gabi, du und dein... da kam ja noch was, okay. Wenn es zu schwer ist, ihr könnt auch Blumenkohl rufen oder so, ja. Harte Schale, harter Kern, denn du magst Gemüse gern. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, du bist preiswert zu ernähren. Vitamine sind gesund und das ist für dich ein Grund, dich vegetarisch zu ernähren und des Fleisches zu erwehren. Mancher sagt, du hast einen Knall, doch die Schweine feiern dich im Stall. Es müsste viel mehr Gabis geben, dann könnten sie noch ewig leben. Gabi, oh Gabi, du und dein harte Schale, harter Kern, denn du magst Gemüse gern. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, du bist preiswert zu ernähren. Jetzt wäre das Lied eigentlich zu Ende. Habe ich noch 30 Sekunden für eine Extrastrophe? Wollt ihr eine Extrastrophe? Ja! Okay, geht als Ja durch. Okay, ja. Bist du auch nur ein Pflanzenfresser? Deine Zähne scharf wie Messer, reißen Löcher in die Hecken. Kein Blatt kann sich vor dir verstecken. Sind wir im Wald, so dann und wann schaut uns der Förster böse an. Er muss schon Maschendraht benutzen, um sich vor Verbiss zu schützen. Gabi, oh Gabi, du und dein Rabi. Harte Schale, harter Kern, denn du magst Gemüse gern. Oh Gabi, du und dein Kohlrabi, ich kann mich wirklich nicht beschweren, du bist preiswert zu ernähren. Vielen Dank. Dankeschön, Marburg. Bernd Barbe.